Was war denn das für ein Geräusch? Oh, das sieht schön aus. Also, bis auf die Leichen, dass es hier einfach so schneit und so. Und dann möchte ich doch glatt schon wieder irgendwie gerne Winter haben. Was ich finde es halt schön anzusehen, wenn es schneit und alles. Aber ich glaube, jetzt sollten wir erstmal froh sein, dass wir Sommer bekommen langsam. Und dann nicht schon wieder an den Winter denken. Aber es ist ja leider so, egal was man hat, es ist immer das Falsche. Man möchte immer gern dann genau das Gegenteil haben. Also wie es aussieht, können wir uns hier den Weg gerade zum Safehouse von einem zum anderen, von einer Mission zur nächsten frei kämpfen, ballern. Boah, ich dachte, das ist eine Bombe. Mann, oh Mann. Ja, jetzt kann man aber sagen, der Ausblick ist zwar nicht so gut, aber... Was gibt's hier? Stoff. Mein Stoff, mein Dope. Nennt es wie ihr wollt. Schneller Blick genügt. Und wir wissen... Hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Wenn wir jetzt noch wüssten, wie wir wieder rauskommen. Also jetzt sind wir hier, glaube ich, wirklich in den eher ärmsten Vierteln. Also wie es hier auch aussieht, alles nur riesige Wohnblocks. Kleiner Weihnachtsmarkt. Das ist jetzt natürlich wieder schön. Verteidigen wir den Kram gleich. Wahrscheinlich 2 Minuten oder so. JTF-Verstärkung angefordert. Warnung, Gegner nähern sich. Ich geh hin. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Hier ist Joe. Keine Ahnung, ob das bei dir ankommt. Du, sag Mama, dass ich sie lieb habe. Sag ihr, ich bin bald zu Hause. Schmück es nach Belieben aus, aber... Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Sehr gut. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Wenn jetzt meine HP sich noch regenerieren würde... Hier in der Zeit Waffenteile. Ach so, Weihnachtsmarkt. Und hier liegen alles, ist alles voller Waffen. Center Warfare Markt oder was? Was sind denn die anderen? Perfekter Schuss. Das an? Das war ein guter Kampf. Danke, ich weiß. Ich weiß. Gibt nur gute Kämpfe bei mir. Schimmer, was die hier wollen, aber es wimmelt von denen. Die Lage hier wechselt gerade von beschissen zu total beschissen. Schicken Sie Unterstützung, hören Sie. Dann gehen wir erstmal nach da. Besser Sie als ich. Das Inventar ist ja auch schon voll, unsere Muni ist fast leer. Da wäre jetzt eine Hauptmission auch alles andere als sinnvoll. Laufen wir da gleich ohne Munition. Aktives Echo-Signal geortet. Dann zeig mal her. Das traurige Bild. Lass das, Shane.
Na, du bist infiziert. Findet sich immer wieder. Das wirst du büßen. Shane Lewis. Nach 6 Tagen verstorben. Der fehlt Zivilist. Kriegt eine Nahrungsmittel. Danke. Also. Und selber. Das war's ja auch schon. Die Evakuierungsroute. Vielen Dank. Gerne. Hey, wo kommt die denn jetzt hin? Aufgeräumt. Das hat mir auch gefallen, also gerne wieder. Auch die Leute einzuschlagen. Mann. Gut, können wir hier die Mission noch machen. Jetzt sind wir ja nicht alleine. Wohl wahrscheinlich schon, sind wir doch wieder alleine. Müssen wir wieder einen Kram tragen. Ich sehe es schon, 2 Stück. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. Vielleicht ist der russische Wissenschaftler in der UNO. Alter, wie weit ist denn das? Du bist dran. Nicht mal irgendwo rüberspringen. Das ist ätzend. Man fühlt sich echt so richtig hilflos. Mir nur gefällt, dass ich jetzt hier noch außen rumlaufen muss oder so. Und dass sie da noch Tische hingestellt haben. Versteckt sich dahinter. Mann. Arschlöcher. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann auch ins in ein Gefängnis rein müssen. Headshot. Heftige Nummer mit der Pistole, das alles. Also den Headshot. Ich weiß, den Rest habe ich ja nicht damit gespielt. Geht. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Oh, Scheiße, so, jetzt geht's rein. Bitte hier warten. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Das können wir natürlich mitnehmen. Was haben wir hier Schönes? Eine blaue Maske. Das ist cool. Kommen wir jetzt zum Safe House. Oh. Und dann mal die Tür. Da
Das hat auch schon mal geklappt. Soll das hier jetzt das Safe House sein, oder? Einen sicheren Bereich. Das macht Sinn. Sieht aus wie ein Krankenhaus. Hey, ich sag dir besser gleich, in dieser Gegend regeln wir unsere Angelegenheiten selbst. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber wenn Sie schon mal hier sind, können Sie uns auch helfen. Nur wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir unsere Sachen regeln oder was tun, was mir nicht gefällt, dann können Sie den Asphalt küssen. Ich mag ihn nicht. Ja, viel zu eingebildet. Das könnte was sein. Das könnten wir ändern im Brandwiderstand. Rüstungsschaden. Ein Mordplatz. Ja, das können wir nehmen. Faserholz da. Wäre auch besser. Allein auf Tatsache, dass wir hier da 51 mehr Rüstung kriegen. Ja, wir haben es ja. Wir haben es ja am Buch, reden wir. Mal wieder ein bisschen Geld. Müssen wir halt alles mal wieder verkaufen. So, was haben wir hier an Mods? Mein Rücken ist total im Eimer. Ich 13. Weg. 14 auch weg. Ja, 35.000. Kümmern Sie sich um die Ausrüstung und sie kümmert sich um Sie. Ganz schön voll ist es hier. Haben wir noch was im Lager? Wovon ich nichts weiß? Nein. Na, was sagt das hier? 22111, sehr gut. Können wir nämlich jetzt, das, was wir hier noch machen müssen, das hier wird nur eine Einheit werden und das wird danach hier rüber gehen, da längs. Aber zuerst müssen wir jetzt mal wieder zurück zur Operationsbasis, weil wir hier den Technikflügel mal ausbauen können, was ich gern mal machen würde. Ja, so langsam lichtet sich das. Wir haben noch, wenn ich mich nicht vergucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hauptmissionen, die uns auf dem Weg nach Level 30 begleiten werden. Warnung. Und Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. In der nächsten Folge werden wir den ersten Schritt tun. Hey, wieder meine Wortfindungsstörung, wie immer. Und ins Kraftwerk gehen und mal ein bisschen aufräumen. Sie leisten gute Arbeit. Wenn Sie direkt schicken, haben wir hier 600. Ja, und danach machen wir halt, wie gesagt, mit den Nebenmissionen den Weg nach oben und sowas. Kaserne, stärker Erfahrungsgewinn durch Auszeichnung. Nachschublinie bringt uns Kleidungshändler. Büchsenmacher. Lumpensammler. Wachposten. Da möchte ich tatsächlich eher auf
die 1000 sparen. Was haben wir mit Dark Zone Händler? Ne, Vektor. Hier ein nettes Ding. Können uns sogar leisten. Aramitanschuhe. Schuhplante und sowas. Ne. Angriffiger Griff. Boah. Ne, das überzeugt mich nicht. Ich bin auch ein bisschen kleinlich. Das wird nicht ewig da sein. Wollen Sie mein Angebot sehen? Dicke Pistole? Naja. So dick jetzt auch nicht. Na gut, dann bis später. Bei dem Platz des Büchsenmachers sah es ja so ein bisschen danach aus, als hätte man jetzt dort wieder noch die Möglichkeit, was zu craften. Aber davon war ja nichts. Stand ja nichts davon. In der Beschreibung. Deswegen habe ich das jetzt auch einfach mal nicht gemacht. Wie jetzt? Wir müssen Kommunikation dafür haben. Mann. Das sollte gehen. Gute Arbeit. Ja, okay. Toll. Dann kann ich hier irgendwas anderes freischalten. Wie Multimine, Luftdetonation, Werkzeug sammeln, mehr Darkson-Währung. Ich will aber eigentlich das Tech-Ding haben. Und deswegen warte ich. So, was haben wir? Da haben wir doch was. Und zwar will ich Elektronik wegwürfeln für Schusswaffen. Oder? Was haben wir hier noch? Vielleicht muss ich auch mal anders die anderen Sachen mal bedenken. Sowas wie Schutz für Elite oder sowas auch mal mit in Betracht ziehen. Fertigkeit Eile. Eile setze ich ja eh nicht ein. 11.000, achso, das kostet 11.500. Lebenspunkte bei Tötung. Das ist es mir ja dann doch nicht wert. Crit Chance. 900. Dann nehmen wir 6%. Dadurch ist er jetzt natürlich weniger. Er ist natürlich weniger Rüstung. Tier, Lumpen sammeln, Rüstungsschaden. Aber irgendwie ist das alles immer nicht meins. Ich weiß noch nicht, auf was ich jetzt hier. Ja, ich weiß. Ich weiß es immer noch nicht, auf was ich wirklich setzen sollte. Aber hier haben wir ja nichts. Erstmal beim Mordhändler. Ich hab's. Ein Handstop. Präzision. Oh, ist gut. M1. Passt in erster Pistole. Nee. Ja, genau. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. P4 16, G3. Da auch nicht mithalten. Keine Chance. Ja, gut. Mehr HP. Mehr SPS. Okay, geht eigentlich gar nicht. Okay, das sind die Veränderungen. Wieso in dem habe ich mehr Schaden? Warum? Warum macht er mehr Schaden?
Egal. Gucken wir noch mal, ob wir das fertigen können. Er hat natürlich niedrige Schussrate, aber der Schaden würde auch dezent größer ausfallen. Aber Level 23 leider. Sehe ich gerade. Das ist die, die wir haben. Na, auf 23 kann man das ja mal einfach craften. Mal gucken, was bei rumkommt. Am besten brauchen wir, glaube ich, gar nicht gucken. Rucksack. Könnte man machen. Allein, wenn es blau ist. Nehmen wir mal an. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ach, Level 22, na gut. Mal gucken, was bei rumkommt. Pistolenschaden, Lebenspunkte bei Tötung. Ja, das kann man ja tauschen, aber 100 Rüstung ist gut. Mündungsfeuerbremse, Laser. Ich werde euch zerstören mit meinem Laser. Eindeutig zu wenig Elektronikbauteile. Sollen wir mal wieder hoch? Den Rucksack. Ja, freut mich auch. Wird öfters vorkommen. Da, Flakpaket. 140 Ausdauer. Widerstand gegen blutende Wunden. Mobile Deckung. Könnten wir denn da... Macht das überhaupt Sinn? Können wir den Crit nochmal würfeln? 8%, vielleicht geht er... Ja, möchte ich tauschen. Ja, danke. Können wir das nochmal machen? Wenigstens 9. Oder 10. Sehr gut. Und hier Hochleistungshandschuhe. War das Elektronik, was ich weghaben wollte, oder Pistole? Pistole würden wir natürlich... Nee, dann machen wir lieber für alle Waffen mehr Schaden. Schusswaffen. Abfahrt. Wie sieht's jetzt aus? Auch nur... lausige 11.000. Waren die anderen so viel besser? Achso, 15,6. Schon besser. Okay, hier war ich drauf. Ja. Ihr ahnt es. Wir sind erstmal wieder am Ende angekommen. Und... was der Plan fürs nächste Mal ist, habe ich ja schon erzählt. Wir gehen von hier aus diesen Weg. Vielleicht auch eher den Weg. Und dann hier den Schlenker da rein. Und dann haben wir die Hauptmission. Dann müssen wir auch sehen, dass wir das einmal abschließen. Und ja. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.